Hallo Leute und willkommen hier bei Me Apple Cat und zu einem großen Unboxing. Ihr seht es schon, heute packen wir mal einen Scooter aus, einen Tretroller mit Elektroantrieb. Der kommt von der Firma MacWheel Sports and Outdoors Electric Scooter Modell MX2. Und da bin ich echt total gespannt drauf und freue mich tierisch auf den Test. Ihr seht schon das Paket. Ja, das ist schon eine größere Nummer. Also hier ist er auch schon mehr ausgerissen beim Tragen. Das Paket wiegt so roundabout 12,5 Kilogramm. Und ja, hier soll ein richtig kräftiger kleiner Elektroscooter drin stecken, der mehr Power hat als mein E-Bike. So, ich bin sehr gespannt, Freunde. Da habt ihr schon die Packung gesehen. Hier vorne ein Bild des Scooters. Ich drehe mal ein bisschen auf der Rückseite. Ja, da haben wir nichts. Und von daher ist das gar nicht mehr so interessant. Und wir packen jetzt mal den Roller direkt aus. Und so sieht das Ganze aus, wenn man die Packung aufgemacht hat. Der ist natürlich zusammenklappbar. Und dementsprechend, ja, ist er hier auch recht klein in der Packung drin. Hier sind so Schaumstoffdinger, die könnten erstmal weg, damit hier auch wirklich alles gut und sicher ankommt bei einem. Da haben wir noch eins. Und dann sehen wir hier ja schon den Scooter. Da hinten ist die Rücktrittbremse, hier ist das Vorderrad, das ist schon eingeklappt. Der Lenker hier, der fehlt noch, der muss noch aufgeschraubt werden. Der liegt hier drin, aber jetzt muss ich hier erstmal ja, den Kabelbinder noch losmachen. Oje Leute, jetzt haben wir ein Problem. Das Ganze soll nur unter elterlicher Aufsicht gemacht werden, hier das Bauen und Fahren. Und meine Mama ist gar nicht da. Naja, ich habe es trotzdem mal zusammengebaut. Also Leute, ihr seht schon, da steht er, aber er steht nicht alleine. Nein, ich musste dort einen Stuhl noch hinstellen, denn wir haben hier keinen Ständer an dem Gerät, sonst wird er mir nämlich einfach hier umkippen. Von daher habe ich ihn mal gegen den Stuhl gelehnt. So sieht das Teil dann aus. Gehen wir mal kurz hier rum. Was haben wir denn? Wir haben einmal das Vorderrad. Dort ist kein Antrieb drin, aber wir haben hier den doch relativ weichen Reifen. Und das Tolle an den Reifen hier ist, die haben keine Luftfüllung, die haben eine Schaumfüllung. Das heißt, hier kann man nie einen Plattfuß bekommen und man muss die Dinger auch nicht auftanken. Völlig wartungsfrei. Das finde ich mal richtig klasse. Ein kleines Schutzblech haben wir dran. Hier ist wohl noch eine kleine Stoßdämpfung. Hier sieht zumindest mal so aus, als sollte da eine angedeutet werden. Dann natürlich alles hier robust, also scheinbar robust aus Metall gebaut. Dann haben wir hier die Lenkstange, die leider nicht verstellbar ist. Das heißt, ihr habt die eine Höhe und ja, die sollte dann passen für die meisten. Ich habe mich schon mal kurz draufgestellt. Mit meinen 1,90 Meter fühlt sich das eigentlich ganz bequem an. Und ja, hier wird das Ganze dann einfach eingesteckt und mit der Schelle dann verbunden. Da muss man noch darauf achten, dass dann hier das Rad auch wirklich schön gerade steht mit dem Lenker. Ist ja klar. Dann haben wir hier einmal den Elektronikanschluss, einfach nur zusammenstöpseln. Und ja, dann ist der Zusammenbau eigentlich auch schon fertig. Hier unten finden wir dann noch den Klappmechanismus. Das heißt, wenn man hier den Lenker einklappt, um das Teil zu transportieren, muss man einfach hier kräftig das nach hinten ziehen. Dann das Ganze umlegen. Hier ist der Mechanismus, die zwei Positionen, einmal hier und einmal hier, wo der einrasten kann. Und auch das macht einen sehr soliden und sicheren Eindruck. Und man muss auch schon ein bisschen Kraft aufwenden, um das hier dann zu ziehen. Also das geht gar nicht mal ganz so einfach. Und dann kann man das ganze Ding umklappen. Dann haben wir hier unsere Standfläche, wie so bei den alten Skateboards, mit so einer ganz rauen Oberfläche, dass man da nicht abrutscht. Da steckt dann auch der Akku drin. Und hier steht es nochmal drauf, der Hersteller MacWheel. Da hinten nochmal einige Sicherheitshinweise und unsere ja, Hinterradbremse. Denn das hier ist eine von zwei Bremsen, die an dem Teil dran sind. Wenn man hier drauf tritt, dann seht ihr, wird dieses ganze Metallschutzblech hier auf den Reifen aufgedrückt. Und somit kann man dann mit dem Fuß hier direkt die Bremse betätigen. Die zweite Bremse ist eine elektrische und die ist vorne am Lenker dran. Zeige ich euch gleich noch. Hier hinten drin steckt dann auch der Elektromotor im Hinterrad und der hat eine Leistung von 300 Watt. Das ist eine ganze Menge. Mein E-Bike, das ich habe, mein Anchia E-Bike, ihr habt vielleicht die Videos davon schon gesehen, ja, das hat nur 250 Watt. Auch hier haben wir natürlich den Schaumstoffreifen, also auch der, wobei nein, lasst mich mal nicht lügen, das hier ist kein Schaumstoffreifen, der fühlt sich mal richtig solide an. Ich glaube, hier hinten, das ist ein Vollgummireifen. Und vorne, das ist dann der schaumgefüllte Reifen.
Also, auf jeden Fall, dort steckt der 300 Watt starke Motor drin. Hier steckt der Akku drin. Der Akku wird aufgeladen über das mitgelieferte Ladegerät und das in etwa 4 Stunden. So wird das angegeben. Und dann kann man 13 bis 20 Kilometer weit fahren. Also da bin ich drauf gespannt. Das werden wir natürlich überprüfen. Abhängig natürlich von eurem Gewicht. Bis 100 Kilo kann der Roller hier tragen. Ich mit meinen 83, 84 liege da also voll drin. Und abhängig vom Gelände natürlich und ob man viel Stop and Go hat. Ich bin mal gespannt, wie weit ich mit dem Kleinen hier komme. Das ist unser Netzteil. Ihr seht Output 42 Volt, 2 Ampere. Das heißt ein 84 Watt Netzteil haben wir hier. Und da kann dann auch noch das entsprechende Käbelchen natürlich angeschlossen werden. Unser EU-Stecker ist natürlich mit dabei. Und dann ein, was ist das hier, aus England oder ein amerikanischer? Ich glaube ein amerikanischer. Also, dann haben wir noch eine zweite Steckervariante. Die brauchen wir aber nicht. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen mal hoch und schauen uns den Lenkerbereich an. Denn da finden wir die wichtigen Bedienelemente. Wir haben einmal unser Gaspedal, sozusagen unser Gashebelchen, das ist der hier. Den drückt man dann runter und dann wird hier Gas gegeben. Ganz wunderbar, fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ich denke, damit kann man das gut machen, hier das Gas geben. Besser als wenn man hier am Hebelchen zieht oder am Griff zieht und dann gibt es mal einen Hubbel, man verreist und dann geht es ab in die Böschung. Nur das fühlt sich hier gut an. Also Daumengas nennt man das Ganze. Und dann haben wir hier der rote, das ist unsere Bremse und zwar unsere elektrische Bremse. Da wird also über den E-Motor dann abgebremst und das Ganze mit ABS. Das heißt, wenn man hiermit bremst, dann blockiert auch nicht einfach das Hinterrad, sondern da wird so ein Stotterbremsen gemacht beim Notfall und dann soll man immer noch ganz gut die Kontrolle behalten können. Da bin ich sehr gespannt. Und dann natürlich haben wir noch die Bremse am Hinterrad, die habe ich euch schon gezeigt. Also zwei Bremsen, das ist schon mal sehr gut für die Sicherheit. Ebenfalls für die Sicherheit, hier wurde eine kleine Klingel mitgeliefert. Wunderbar, die habe ich mal hier drunter geschraubt, dass ich die dann auch hier mit dem Daumen so bedienen kann, denn sonst passt die hier nirgends mehr hin. Und dann haben wir hier noch den kleinen Bordcomputer. Da ist noch eine Folie drüber, die ziehe ich mal eben schnell ab. Und wir schauen einfach mal, ob er hier schon zum Leben erweckt, wenn ich den mittleren Knopf drücke. Und jawohl, das tut er. Ich bekomme hier eine Anzeige. Einmal über die Akkustandsladung, sieht aus wie halb voll aktuell. Und dann kann man hier noch verschiedene Fahrmodi oder Unterstützungsstufen einstellen. Also 0 ist dann, schätze ich mal, dass hier einfach gar nicht unterstützt wird. Dann könnt ihr ganz normal wie mit einem normalen Tretroller fahren. 1 ist dann leichte Fahrt, Mittel und dann die Maximalunterstützung. Oder was heißt Unterstützung? Der fährt ja von alleine. Man muss nur antreten bis 4 km/h und danach kann man hier mit dem Gas dann weiterfahren. Der fährt maximal 24 Stundenkilometer schnell. Ist natürlich nach unserer neuen deutschen Gesetzgebung für die E-Scooter zu schnell. Die dürfen nur 20 km/h fahren. Und der hat also keine Straßenzulassung, der hier. Und wird auch keine Straßenzulassung bekommen. Denn dafür fehlen ihm ein paar Sicherheitsmerkmale, die dann hier notwendig sind. Das heißt, hiermit darf man nur auf nicht öffentlichen Straßen fahren. Das mal so zum Vormerken, Freunde. Wer das kontrolliert, ob es kontrolliert wird, das steht wieder auf einem anderen Blatt. So, und jetzt muss ich natürlich das Teil erstmal aufladen. Ganz klar, erstmal Akku richtig voll machen und dann können wir hier die ersten Fahreindrücke sammeln. Aber ich zeige euch noch mal kurz, wie das mit dem Zusammenklappen hier funktioniert. Und so sieht das Teil dann zusammengeklappt aus. Ihr seht, es geht doch ziemlich einfach. Man muss nur darauf achten, dass hier unten alles schön einrastet. Und dann kann man das Teil auch leicht, also relativ leicht, für mich geht es leicht, leicht tragen, einfach hier am Griff hochholen. Und dann könnt ihr den zumindest mal die Treppe hochtragen. Er wiegt ja so um die 10 Kilogramm. Also man spürt das Gewicht schon, aber es geht. Ich denke mal, für so kürzere Strecken zu tragen, ist das Ganze hier in Ordnung und wirkt auch zusammengeklappt solide und wackelt hier nicht groß rum mit dem Mechanismus. Soweit alles gut. Aber jetzt werde ich erstmal aufladen. Der Ladeanschluss ist übrigens hier an der Seite angebracht. Da ist noch ein Gumminüpsel drüber und dann so ein proprietärer Anschluss.
Und da steht er nun und lädt und ich wundere mich gerade ein klein wenig, denn ich habe hier gar keine, ah doch, da ist eine Anzeige. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier gar keine Anzeige, wann das Ding voll ist. Dann wird wohl hier das rote Lämpchen grün leuchten, habe ich eben nicht gesehen, denn ich habe mich gewundert, sobald man hier anfängt zu laden, geht nämlich hier diese LCD-Anzeige aus. Ich dachte, hier bekommt man die Anzeige drauf. Okay, dann warten wir mal ab, so in knapp ja, 2 Stunden sollte er fertig sein und dann geht's zur Testfahrt. Na endlich, der Akku ist geladen und es kann losgehen zur allerersten Probefahrt. Ich bin sehr gespannt und gut mit Kameras versorgt, also könnt ihr da ein bisschen was mitschauen. Und was soll ich sagen, ich war ein klein wenig, ja sagen wir, besorgt wegen der kleinen Reifen, ob es sich dort gut fahren lässt auf dem etwas unebenen Untergrund, auf solchen Bodenplatten. Aber das ging wirklich gut, ich war überrascht, der Fahrkomfort, der ist überraschend hoch. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, also vom Fahren her. Ganz wunderbar, ließ sich sehr gut fahren, allerdings man muss immer beide Hände am Steuer lassen, sobald ihr das nur einhändig mal kurz macht, weil ihr euch hinten am Hintern kratzt oder so, merkt man, wie instabil das doch wird, also immer beide Hände am Lenker lassen, dann ist das ganz hervorragend. Es gibt ja die 3 Fahrstufen, Fahrstufe 1, die geht so bis 5-6 Stundenkilometer, also sagen wir mal, ja sehr schnelles Gehen, Stufe 2 geht bis 15 Stundenkilometern und das ja, kommt einem am Anfang schon etwas flott vor, aber da gewöhnt man sich super schnell dran und dann fühlen sich die 15 km/h schon sehr langsam an. Und dann gibt es die Stufe 3, die geht dann bis maximal 24 km/h, wobei ich habe hier maximal 20 km/h geschafft, bin wohl zu fett. Naja, aber abgesehen davon, mit 20 km/h bin ich ja auch absolut hier im deutschen Limit, von daher ja, hat das ja dann gepasst und ich bin da mal ein bisschen gefahren und habe mich schon gewundert, irgendwie ist der Akku ziemlich schnell runtergegangen. Ich war schon nach kürzester Zeit nur noch bei halber Akkustandsladung. Dann dachte ich, na gut, vielleicht ist die Anzeige nicht 100% korrekt und unter Last, ja, zeigt ja einfach einen höheren Verbrauch an, kenne ich von meinem E-Bike und bin einfach mal weitergefahren. Aber naja, nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, nee, also hier geht deutlich die Leistung runter. Irgendwas stimmt da nicht. Und außerdem hat der Roller auch angefangen, am Vorderrad etwas zu eiern. Also das hat sich alles nicht wirklich gut angefühlt. Ich habe dann mal nachgeschaut und der vordere Reifen, der ja nicht mit Luft befüllt ist, der ja mit diesem Schaum befüllt ist und deswegen wartungsfrei sein soll und auch keinen Plattfuß bekommen soll, ja, der war mega heiß gewesen. Und dann habe ich mal geschaut, der ließ sich dermaßen durchdrücken, kein Wunder. Der fährt sich fast so, als hätte ich da einen Plattfuß und dann wird das Gummi durch die große Reibefläche natürlich extrem warm, genau wie die ganze Felge. Und dann habe ich umgedreht und habe es damit viel, viel Treten und zwischendurch auch mal Schieben auf insgesamt 6 Kilometer gebracht, Freunde. Ja, und da steht er nun. Ich bin froh, dass ich es wieder nach Hause geschafft habe und bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht hier von meiner Jungfernfahrt. Ihr könnt es hier nochmal sehen. Der Akku zeigt jetzt hier wieder 2 Balken an, aber der war komplett leer. Also der hat hier gar nichts mehr angezeigt, wie ich zu Hause war. Gerade mal hier 6 Kilometer habe ich geschafft. Und das große Problem ist hier wirklich irgendwie das Vorderrad, die Vorderradkonstruktion. Ich bin jetzt bestimmt schon 20 Minuten zu Hause, das Vorderrad ist immer noch gut warm und ihr seht, wie ich das hier eindrücken kann und wenn ich da mal Gewicht drauf gebe, dann das fühlt sich an wie ein Plattfuß. Also ich hätte das Ding hier am liebsten aufgepumpt, aber er kann ja nicht aufgepumpt werden. Ach, also schon enttäuschend. Ich muss sagen, ich bin schon enttäuscht hier von der Probefahrt. Es hat sich am Anfang so gut angefühlt. Die ersten paar Meter dachte ich, ach hier wunderbar, lässt sich gut lenken. Das wird ein Spaß. Damit fahre ich jetzt mal hier 15 Kilometer schön entspannt. Aber ja, entspannt sind die nicht. Es war ziemlich heiß. Ich bin ziemlich geschwitzt durch das viele Treten. Naja, was kann ich noch sagen? Die Bremsen, ja, die funktionieren mal richtig gut. Also sobald man kein Gas mehr gibt, bremst der Elektromotor sowieso schon runter. Und wenn man dann hier nochmal diese elektrische Bremse betätigt, dann wird ja auch ein bisschen Stromrückgewinnung generiert, was ja generell schon mal eine gute Sache ist. Also eine Rekuperation wird dort durchgeführt und die packt auch richtig zu. Also die hat mir immer schon ausgereicht zum Bremsen und zur Not kann man ja immer noch hier hinten die Fußbremse dann benutzen. Ja, das noch ganz positiv, aber das beste Bremsen nutzt ja nichts, wenn das Fahren nicht richtig funktioniert. Was mir jetzt noch überbleibt, ist mal dem Hersteller zu schreiben, meine Probleme zu schildern. Vielleicht habe ich ja nur ein schlechtes Vorderrad erwischt oder das ist irgendwie defekt. Werden wir mal schauen. Und da der Verkäufer sich sehr kulant und hilfsbereit gezeigt hat, baue ich hier direkt schon mal das Vorderrad ab. Jawohl, ein neues ist auf dem Weg zu mir oder wurde schon zu mir geschickt. Und der Ausbau, der ist ziemlich einfach. Einfach hier diese Imbusschrauben lösen, die Achse rausziehen, neues Rad reinpacken und dann ist die Geschichte schon wieder startklar. Und hier könnt ihr mal sehen,
Das neue im Vergleich zum alten Rad. Das alte Rad definitiv, da habe ich Pech gehabt, eine defekte Charge. Das neue Rad ist viel, viel fester und ja, so soll es sein. Also schnell eingebaut und dann kann es hier wieder zur richtigen Probefahrt gehen. Und wir merken uns zu Beginn, Kilometerstand 6, so viel habe ich ja bei der ersten Fahrt geschafft. Und dann geht es jetzt hier direkt mal los und ich merke sofort beim Fahrgefühl mit dem neuen Vorderreifen, ja, so muss es sein, der läuft gut rund und ich habe viel weniger Rollwiderstand vorne, fühlt sich alles sehr, sehr gut an und ich kann eigentlich hier nur wiederholen, was ich schon gesagt habe, der Fahrspaß, der ist hiermit absolut gegeben mit dem Roller, dadurch, dass der auch eine kleine Federung vorne an der Vordergabel hat, kommt man auch gut, man sollte es nicht glauben, über unebeneres Gelände, aber ihr werdet euch immer wieder dabei erwischen, wenn irgendwie ein Gullydeckel kommt, der hoch steht oder ein bisschen zu tief steht oder größere Schlaglöcher, wo man mit dem Fahrrad sich keine Gedanken macht, ja, dann denkt man hier doch schon mal kurz drüber nach, wie komme ich denn da jetzt am besten rum. Von der Fahrsicherheit her würde ich sagen, liegt das hier so zwischen Fahrrad und diesen Hoverboards, also nicht so sicher wie ein Fahrrad, denn man muss hier auf jeden Fall beide Hände permanent am Lenkrad lassen. Nehmt ihr einmal eine Hand weg, merkt ihr sofort, wie das Fahrgefühl instabil wird, wie der Lenker anfängt zu schlackern und ja, da kann man sich also sehr leicht hinlegen, glaube ich. Von daher immer beide Hände fest am Lenker lassen und dann kann es hier losgehen. Und wenn es mal in die Bremsung reingeht, geht auch gut. Wie gesagt, die elektrische Bremse hat mir hier immer gereicht. Zur Not kann man ja noch die Hinterradbremse aktivieren. Finde ich, ist völlig ausreichend für die Geschwindigkeiten, die man hier jetzt erreichen kann. Und apropos Geschwindigkeiten, er ist mit dem neuen Vorderrad jetzt auch ein bisschen schneller gefahren. Ich habe ja vorher nur die 20 km/h geschafft, wie es eigentlich ja auch nur erlaubt ist hier in Deutschland. Und jetzt habe ich bis zu 25 Stundenkilometern hier hingekriegt, wenn es ein schön gerader Radweg war oder so ein Spazierweg mit glatter Oberfläche. Dann konnte man das machen, aber ganz ehrlich, war mir schon fast zu schnell. Ich bin ein bisschen gemütlicher gefahren und das macht sehr viel Freude. Man kommt hier sehr gut voran, einmal antreten und schon kann man hier Gas geben und der Roller geht los. Man muss aber aufpassen, wir haben Hinterradantrieb und wenn ihr auf Stufe 3 dann Vollgas gebt beim Anfahren und habt ein bisschen zu viel Gewicht nach hinten verlagert, dann kann der Bock vorne schon mal hochgehen. Also Obacht mit Gefühl anfahren und immer das Gewicht ein bisschen nach vorne verlagern. Zumindest bin ich nie hingeflogen, Leute. Alles gut. Was ebenfalls gut und positiv ist, ist das relativ geringe Gewicht des Rollers. Den kann man auch schnell mal hier die Treppen hoch und runter tragen oder schnell mal über die Straße tragen. Das geht völlig problemlos. Das ist kein schweres Ding. Kann man schnell mal hochnehmen. Wunderbar, finde ich gut. Was ich dann doch etwas weniger gut fand, war, wie schnell dann doch der Akku hier leer gegangen ist. Also ich bin gefahren auf Stufe 2, meistens auf Stufe 3 auf der Maximalstufe. Ja, und der ist relativ flott leer gegangen. Nicht so schnell wie bei meiner ersten Testfahrt. Aber ganz ehrlich, ich habe hier 14 Kilometer drauf bekommen und laut GPS, ich habe hier getrackt, wo ich gefahren bin, bin ich auf knapp 8,5 Kilometer gekommen und dann hat der Akku oder die Akkustandsanzeige schon die ganze Zeit geblinkt und ich habe sehr deutlich gemerkt, wie die Leistung immer weiter abgenommen hat. Also ich bin hier nicht mehr 25 Stundenkilometer schnell gefahren, sondern ich bin nachher nur noch 8 Stundenkilometer gefahren und habe gegen Ende nochmal ordentlich ein bisschen treten müssen. Ich hätte vielleicht noch ein halbes Kilometer oder einen Kilometer rausquetschen können, bis der Akku dann endgültig aufgegeben hat. Aber die 10 Kilometer hätte ich hier auf keinen Fall geschafft, Freunde. Klar, der Hersteller sagt, abhängig von Gewicht und Terrain, wo man fährt, variiert so die Reichweite ein bisschen. Angegeben werden ja 13 bis 20 Kilometer, da hinten in Klammern 8 bis 12 Meilen. Ich würde eher sagen 8 bis 12 Kilometer. Das wäre hier die korrekte Reichweite. Klar, ich bin groß, ich bin nicht so sehr leicht, also mit 83 Kilo und wenn da jemand drauf fährt, der vielleicht nur 55 Kilo hat oder 60, der kommt dann nochmal einen Kilometer oder zwei weiter. Aber 20 Kilometer sehe ich hier absolut nicht. Vielleicht maximal 13. Ich habe hier relativ viel Stop and Go gehabt. Also ich bin viel angefahren, habe angehalten, habe hier mal was gedreht, da die Kamera hingestellt, weitergefahren. Aber ich sag mal so, im Stadtverkehr hat man ja auch viel Stop and Go. Von daher, ein Langläufer ist das hier definitiv nicht. Der ist so für die paar kleinen Kilometerchen, die man nicht laufen will, für so die berühmte letzte Meile von der Bahn zum Arbeitsplatz. Und da haben wir so ein kleines Problem, ein klitzekleines Problem. Der ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die E-Scooter dürfen mittlerweile ja hier auf deutschen Straßen fahren. Allerdings müssen sie dafür gewisse Voraussetzungen erfüllen. Man braucht so ein Versicherungskennzeichen, dass man sich hinten draufklebt. Und
Er hat das eben nicht. Er ist nicht versicherbar, das heißt nicht fahren auf öffentlichen Straßen bitte mit dem Teil. Das hier ist ein kleiner Pfandscooter, den kann man irgendwo ja auf einem größeren Privatgelände fahren oder ich bin hier auf Radwegen an dem Fluss entlang gefahren, wo man keinen stört, aber jetzt hier durch die Stadt direkt im öffentlichen Verkehr, da habe ich mich nicht aufgehalten. Das ist ein kleiner Nachteil, muss man eben wissen, wer jetzt wirklich von der Bahn oder vom Bahnhof aus da die letzte Meile in die Stadt machen will zu seinem Arbeitsplatz. Es geht natürlich, aber man darf sich nicht erwischen lassen. So viel dazu. Tja, und dann kommen wir zum Fazit. Was kann ich jetzt hier sagen über den McWheel Elektroscooter? Eigentlich gefällt er mir richtig gut. Ich hatte einen holprigen Start, aber da hat mir der Händler bzw. der Hersteller sehr gut weitergeholfen. Hat eine Woche gedauert, dann war das neue Rad bei mir eingebaut. Alles gut. Kann ja mal vorkommen, dass man da Pech hat. Aber ansonsten, der Fahrspaß, der ist absolut gegeben. Es lässt sich auch sicher fahren mit beiden Händen am Steuer. Das mit dem Daumengas funktioniert gut. Die Bremse, die elektrische, funktioniert echt gut. Finde ich klasse. Und es macht einfach Laune, damit rumzucruisen. Und genau deswegen wäre ich gerne noch ein bisschen länger damit rumgefahren. Das ist mein Kritikpunkt. Die Reichweite, die ist für meinen Geschmack doch zu niedrig. Wenn ich da 8 bis 10 Kilometer so maximal schaffe, naja, also da kann es manchmal schon knapp werden. Wenn ich dann von mir aus zur Packstation theoretisch fahren würde und wieder zurück, was nicht allzu weit weg ist, dann wird das mit dem Akku schon etwas kritisch werden. Da hätte ich gern ein bisschen mehr Puffer, ein bisschen mehr Reichweite. So diese 20 Kilometer, die versprochen werden, damit wäre ich einverstanden. Aber dafür müsste einfach der Akku größer sein. Oder ich müsste viel, viel leichter sein. Von daher gibt es von mir eine eingeschränkte Kaufempfehlung. Ein absolutes Fun-Produkt. Macht Laune, wenn man nicht allzu weit fahren will. Wenn man nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren will, dann kann man sich das Ding hier absolut zulegen und ganz viel Spaß damit haben. So Leute, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß hier an meinem Erfahrungsbericht. Der ist ja doch ein bisschen länger geworden wie geplant. Aber naja, es musste halt mal alles gesagt werden. Und auch wenn es eine Panne gibt bei der Lieferung oder beim Produkt, ist es ja mal wichtig zu sehen, wie reagiert der Verkäufer, der Hersteller, ist er hilfsbereit, ja oder nein? Und in dem Fall hier kreide ich das überhaupt gar nicht negativ an, sondern eher positiv. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben, die haben mir direkt das Rad zugeschickt. Alles klar, wunderbar, so muss es sein. Und natürlich, Leute, ich verlinke euch den Roller hier unten in der Videobeschreibung. 320 Euro kostet er rund. Ja, müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das brauchen könnt, ob das für euer Nutzungsszenario passt oder nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Me Applecat. Macht's gut!